Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Event präsentieren. Wir sind nämlich mal wieder in einer Vision. Ich möchte nämlich ein paar Vision-Kisten aufmachen. Ich habe nämlich ein paar, ja, fünf Masken-Visions gemacht und gerade eben habe ich einen durchgeboostet und ich muss sagen, es war ein bisschen eine Qual. Es war zwar ein AFK-Boost, aber die Person hat gemeint, sie zieht einfach mal, wo sie eigentlich sterben soll, einfach mal random ein paar Orbs rein. Dann habe ich natürlich ein bisschen weniger. Das war ein bisschen anstrengend. Und ich hoffe so für die Anstrengung, dass ich jetzt belohnt werde und ein richtig, richtig krasses Item rausziehe. Wir machen erstmal die kleinen Kisten auf hier für so ein bisschen die Münzen, ne? Und dann ziehe ich jetzt ein Zwielichtsverwüstung Rang 3 raus, würde ich sagen. So ein richtig krasses Item. Na? Oh, was ist das denn? Aber das ist gar nicht so schlecht. Das ist Echoing Void Rang 1, oder? Ist das Rang 2? Irgendwie so was? Ja, gut. Das könnte ich vielleicht sogar brauchen. Aber da overcap ich im Moment mit der Sanity. Weil hier habe ich jetzt ein ganz normales Item an. Und wenn ich das jetzt draufhau, dann habe ich halt. Ja, gut. 70 Sanity habe ich dann halt. Aber dann hätte ich halt zweimal Echoing Void und zweimal Zwielichtsverwüstung drauf. Ja, kann ich im Moment nicht spielen, aber irgendwann in der Zukunft, also wahrscheinlich in halt 10 Wochen oder so, wenn man hier über dieses Ding immer mehr kriegt, wird sich es wahrscheinlich rentieren. Also dann kann ich es anziehen. Für 70 ist jetzt kein lowes Item, das würde passen. Ja, gut, jetzt bin ich so bei 32 Verderbnis und mit dem Ding wäre ich halt dann gut drüber, ne, bei 67. Man könnte ja auch mit 59 spielen, da müsste ich jetzt aber noch ein paar Wochen, das sind noch 3 Wochen, dann könnte ich theoretisch so spielen. Ja, muss ich mal schauen. Okay, schon mal gar kein ganz schlechtes Item zum Start. So, da la, nächster Run ist durch. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch ein gutes Item raus. Ich müsste jetzt noch einen 465er bekommen. Ach, hier, schau mal an, nochmal so eine Illusion, die habe ich natürlich selbstverständlich. Oh, Hände sind diesmal drin. Und? Oh, was haben wir denn da? Tentakel. Aber ich glaube, ich habe schon bessere Tentakelhände, oder? Das ist ein. Oder ist das ein Zweier-Tentakel, müsste das sein? Ich habe, glaube ich, schon andere. Ja, nee, die waren für 45. Ich glaube, die sind für PvP nicht so schlecht. Aber ich meine, ich hatte irgendwo schon andere Hände rumliegen. Vielleicht auf der Bank oder so, die tatsächlich ein bisschen besser waren. Oder war das ein Gürtel? Ah, das kann auch ein Gürtel gewesen sein. Vielleicht brauche ich sie. Muss ich mal gucken. Mal schauen, was ich da noch so auf der Bank liegen habe. So, nächster Run ist durch. Schauen wir mal rein, was wir jetzt wieder drin haben. Diesmal war das ein sehr smoother Run, muss ich sagen. Einfach mal AFK-Boost, nicht die Leute komplett durchretzen, dann geht das auch. Und jetzt hoffe ich, dass ich da auch ein gutes Item rauskriege. Da, deine Hosen. Ja, gut, das ist jetzt nicht so geil. Tatsächlich Sekundärstats. Aber okay, die anderen beiden Items waren ja ganz okay. Kann ich mir jetzt nicht beschweren. Ist jetzt halt so ein mittelmäßiges Item. Vielleicht brauche ich es für irgendeinen anderen Spec. Muss ich mal gucken. Sodala, vierter Run die Woche durch. Schauen wir in die Kisten rein. Ich hoffe, da ist jetzt noch mal was Gutes drin. Zum Schluss, vielleicht zum Zwielichtsverwüsten Rang 3 wäre ganz gut. Und dann schauen wir mal in die Kiste. Hallo? Backt? Oh, unterbrochen. Okay, das hat anscheinend gerade geleckt. Da haben wir sie. Handgelenke. Ich krieg irgendwie Handgelenke und Hände kriege ich halt ständig, ne? Also wirklich ständig. Jetzt schauen wir mal, was da drauf ist. Mastery. Naja, gut, das ist eh nur ein 455er Item. Aber ich hatte ja ein, zwei Items dabei, die ganz okay waren. Und ja. Vor allem habe ich die Woche schnell meine Kunden zusammengefunden für die vier Runs. Vielleicht mache ich die Woche noch mehr, aber da wären dann die Items zu low. Also 450 lohnt sich dann nicht mehr. Das kommt dann nicht ins Video rein. Aber nächste Woche gibt es dann wieder eine weitere Folge und mal gucken, was ich da so rausziehe. Habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.